Mist, wir mussten hierher zurück, ja? Dieser Ort macht mir eine Gänsehaut. Ich kann sie fühlen. Fühlen? Die Goblins? Die Inquisitoren? Die Gänsehaut? Die Toten. Ich fühle ihre Anwesenheit. Der Schamane hat die Wahrheit gesagt. Und? Willst du deine Seele auf einer Platte servieren im Namen aller Orks, die bei dem Bau der Mauer starben? Nein. Lass uns gehen.
Halte Abstand, Arkai! Ich schneide ihm die Kehle durch. Weil du etwas anderes vorhattest? Lass ihn frei. Warte! Du verstehst nicht. Ich kann ihn loslassen. Wir sind fast da. Es gibt einen Grund für all das Leiden, Bruder. Wenn wir jetzt nicht aufgeben. Sieh ihn an! Er weiß es! Lass ihn los! Jetzt! Und du auch, hm? Hörst du sie? Sag's mir! Wovon spricht er, verdammt? Die Verlorenen. Ich kann sie nicht hören, aber ihre Nähe spüren. Toll! Du spürst die Toten! Passiert das öfter? Ah, Arkay! Tausende sind um dich herum. Und nur wir beide können sie von ihrem Leid befreien. Sie wurden geopfert, um diese Mauer zu bauen. Sie arbeiteten sich zu Tode und wurden hier vergraben, weit weg von Himmel und Wind. Ich brauche Hirten, Arkay. Starke Seelen, wie seine, wie deine. Ich flehe dich an. Warum verstärkst du seinen Schmerz? Um sie zu hören, Bruder. Du sagst, du spürst sie, aber man muss in der Lage sein, mit ihnen zu reden. Kontakt aufnehmen. Durch Schmerz. Sieh dieses Blut. Es ist ein Ruf. Es zieht die Verlorenen zu sich. Das ist genug. Zum letzten Mal. Lass ihn frei oder du bist erledigt. Nun gut. So soll es sein. Ich habe versagt. Er war schon fast tot, Ark. Er hätte die Reise nie überstanden. Du hast getan, was du konntest, alter Mann. Kehren wir um? Nur einen Moment. Bitte.